Nicht schlürfen, nicht schlürfen. Ja, kannst du nach und nach deine Jungs füttern. Voltax kleckert mit dem Ei wieder so ein bisschen in sein Bad rein, das kennen wir schon. Und dann seid ihr nach ungefähr einer halben Stunde aufbruchbereit. Gut, wie geht's weiter? Madabasari. Genau. Ja, Madabasari, Gassenwissenprobe, fremde stört. Beziehungsweise, ich würde noch zuerst die Bediensteten in der Karawanserei ansprechen und mir die Wegbeschreibungen zu den einzelnen Stationen, die wir anlaufen wollen, geben lassen. Ja. Das ist gut, denn ich kenne mich nicht aus. Ja, ihr solltet halt nicht würfeln, wenn ihr nicht wisst, wo es hingeht. Dann darf Isarun nochmal eine -3-Probe auf die Gassenwissen-Probe nehmen. Ist klar. Also Abelmir meint wohl, in die richtige Richtung zu gehen, aber Rafim und Jana deuten halt in die gleiche andere Richtung. Wieso fragen wir nicht einfach jemanden? Hat Isarun ja getan. Und Isarun, das wird wohl mit der Wegweisung, wird das wohl stimmen, das was Abel mir sagt und Rafim und Jalen deuten halt auf die falsche Richtung. Na, die haben doch gesagt, er wäre direkt in der Stadtmitte. Und die Stadtmitte ist doch da drüben hinter diesem Teich. Ja, irgendwo am Reihertempel vorbei, denke ich dieser auch. Dieser Teich ist das Meer. Aber das kann doch gar nicht die Stadtmitte sein, denn wir sind ja am Palast vorbeigekommen. Der Palast ist doch aber nicht in der Stadtmitte. Nein, aber die Stadtmitte ist davor. Also, sicher? Es wurde uns doch auf dem Schiff erzählt, dass sich dieses Altstadtviertel um das Palastviertel herum angesiedelt hätte. Und das muss ja wohl die Stadtmitte sein. Exakt. Wenn ihr euch da so sicher seid, dann geht doch mal vor. Klingt jetzt erstmal ganz vernünftig, da habt ihr nicht ganz unrecht, aber ich glaube tatsächlich, dass das über den Fluss war und da sich das halt. Aber okay. Ja. Naja, wir gehen jetzt erstmal dorthin. Wenn es sich nicht als richtig herausstellen sollte, können wir ja immer noch woanders hingehen. Das ist ja nicht so, als ob wir keine Möglichkeit mehr haben. Also los. Ja, Herrin. Grinst sie an. Ich gucke sehr irritiert. Dann geht's. Dann könnt ihr nach kurzer Zeit am Bazar vorbei in Richtung der Madabasari, beziehungsweise das Haus heißt eigentlich der Mond-Silber-Palast, treten. Euch wird allerdings auch erklärt, dass Madabasari auch nichts anderes ist als das mondsilberne Kontor. Da direkt daneben dann der große Fex-Tempel. Es gibt tatsächlich dann auch hier eine Verbindung zwischen der großen Bank und dem Fex-Tempel. War ja schon beschrieben. Könnt ihr eintreten und euch umsehen, wieder viele große Säulen, es wird auch so ein bisschen dann kalte Luft zugefächert von zwei Bediensteten, die dann hier am Eingang stehen, und hier ist die Welt wohl ebenso in Ordnung wie in der anderen Herberge, nur dass das jetzt hier in so einer Bank ein ganz anderes Gefühl erzeugt, ein Gefühl von Erheblichkeit, vielleicht Arroganz oder sowas. Ihr wisst es nicht genau. Und ihr könnt tatsächlich auch sehen, zumindest Jalen kann das sehen, weil er groß genug ist, wie hinter dem Tresen, hinter dem Schalter wohl auch zwei, drei Gräume herumlaufen. Aber zu eurer Beruhigung sitzen auch an dem Schalter ein paar Tulamiden. Ich verstecke mich hinter Kerbes. Jorinor, das sind Gräume. Was? Gräume? Ganz, ganz ruhig. Ich bin mir sicher, die sind nicht so seltsam, wie die erkennt. Übles, ich sag's euch. Übles. Aber mir, warum geht ihr nicht erstmal vor? Aber wenn euch nichts passiert, komme ich dann hinterher. Haltet die genau im Auge. Nun gut. Meine Dame, ich biete dir meine Arme an. Ach je, ja, ihr braucht ja jemanden dabei. Alles klar, dann kommt mal. Ich führe Abelmir also zu einem der Schalter. Mit einem Tulamiden, nicht einem Gräum. Ja, wie gesagt, die Gräume haben Besseres zu tun, als an einem Schalter zu sitzen. Und dann könnt ihr herantreten. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Fex, mit euch. Wie und mit können euch. Wir euch helfen, werte werte Nawab, werte Savai und Sahibs Effendis? Mein Begleiter hier möchte einen Wechsel einwechseln. Ja, sehr gerne. Ist dieser Wechsel von der Madabasari, von der fürstlichen Aranischen Handelskompanie? Auch.
Er ist, glaube ich, von der Matabasari, vom Kontor Störrebrand, meines Wissens Kontor Gerbelstein und bei ein paar anderen. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Sekunde. Ich greife meinen Rucksack und ziehe noch so einen Wechselschein raus. Hier, seht selber. Ausgezeichnet. Die nehmen wir natürlich am liebsten. Du siehst, wie er das Ganze ins Licht hält. Hat dann noch so eine kleine Lampe, die dann in verschiedenen Farben leuchtet. Hält dann den Schein unter verschiedene Lichtfarben, unter verschiedene Lampen. Irgendwas magisches Licht, was da wohl angebracht ist und da permanent leuchtet. Sicherlich irgendwelche Gräume, Artefaktmagie. Und du siehst, wie dann auch auf diesem Schein mehrere Sachen aufleuchten. Und dann wird er nicken. Ja, herzlichen Glückwunsch, werter Archentöter. Damit steht uns zumindest ein Monster weniger im Kampf vor. Vielen Dank, vielen Dank. Nun, ich denke, wir werden einen Teil bar ausbezahlt haben und ich denke, den Rest in kleineren Wechselscheinen. Ja, selbstverständlich, das werden wir einrichten. Verschiedene kleine und große Wechsel. Kommen Sie doch bitte mit und gucken Sie sich an, inwiefern Sie die Edelsteine oder auch kleine oder große Dukatenbeträge haben. Ja, gerne, gerne. Ja, er führt dich dann erst einmal weg von dem Kontor, beziehungsweise von dem Schalter. Und während er weggeht, kommt von hinten ein weiterer Tulamide, der sich an den gleichen Schalter setzt und dann den nächsten in der Reihe betrachtet, beziehungsweise behandelt würde. Ich schleiche mich dann ganz vorsichtig ran. Ich winke Jalan gönnerhaft heran. Und Rex zum Gruß, nervöser Blick nach rechts, wo der Gräum rumbusselt. Rex zum Gruß, einen wunderschönen guten Tag in der Gesellschaft vom Mondkontor. Ja, ich habe einen Wechselschein. Moment. So, hier. Ja, ein bisschen zerknittert, zerknüllt, irgendwie ein paar blutige Flecken drauf. Wird so ein bisschen auseinander. Auseinandergestrichen und glatt gestrichen. Und dann wird das gleiche Spiel dann nochmal gemacht, dass er eben unter die verschiedenen Lampen und Lichter gehalten wird. Und du dann eben auch gemeinsam mit diesem Tulamiden in Richtung Abelmir gelotst, so du dann selber deine Wechsel aussuchen kannst, weil bei 600 Dukaten, da solltest du dir auch Zeit lassen, inwiefern du dann Edelsteine oder Dukaten haben willst. Und ja, dasselbe Spielchen nochmal. Während ihr euch umguckt und könnt ihr sehen, wie ein kleiner Grolm heranrockt und über einen kleinen Schemel nach oben tritt und dann belustigt in Richtung von Isarun oder Kiaras guckt, beziehungsweise demnächst, der gerade kommt. Boltax, du siehst ihn. Grolm feindselig. Ja, er mustert dich zurück. Du siehst wohl, wie hinter seiner, er hat sowas wie ein, ist das ein Monokel auf beiden Seiten, blitzt da irgendwas? Wirkt da gerade Magie? Durch seine geräumischen Artefakte betrachtet er dich und deine Seele. Welche finsteren Spiele spielst du, Grollen? Ja, du siehst doch, wie sein Blick auf deinem Geldbeutel ruht. Mit den Edelsteinen drin. Ich übernehmt euch bitte, ihr beiden. Instinktiv dahin. Siehst du nicht dieser Grollen? Er hat Übles im Sinn. Ich sage es dir, Übles. Einen wunderschönen guten Tag in der Matabasari, fürstlicher Aranische Handelskompanie der Gesellschaft vom Mondkontor. Wie können wir Ihnen helfen? Ah, ich glaube, einer meiner Begleiter möchte noch einen Wechsel einlösen. Ich sehe mal Kiaras an. Ja, tatsächlich. Ich möchte einen Teil abheben und einen Teil als Schuldscheine einlösen. Ja, ausgezeichnet. Er nimmt den Schuldschein einfach nur in die Hand. Du siehst, wie seine Objektive blitzen. Er behält sie auch gar nicht unter das Licht. Nickt dann. Ausgezeichnet. Schutzscheine. Die kann ich Ihnen allerdings nur von der Matabasari ausstellen und nicht von anderen Gesellschaften. Ich sehe hier zumindest das Störrebrandkontor und andere Händler, die hier in der Region und auch im Norden sitzen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja, auch du kannst dir dann von dem Gräum die ganzen Sachen auszahlen lassen und ja, ist die Frage, ob die anderen auch noch sich irgendwas auszahlen lassen wollen. Immerhin habt ihr jetzt eine ganze Menge an Bargeld. Die Hälfte bezahle ich lasse ich dort und sage denen, dass ich davon meine Schulden bezahlen möchte. Ich möchte mir auch Geld auszahlen lassen. Ja, bei dir ist das Problem, du hast natürlich so einen alanfanischen Schuldschein, irgendwie eine Grandenkasse, Grandenbank, die dann so ein bisschen zwielichtiger ist und da wollen sie natürlich sowas wie 10% Wechselgebühren haben, sodass du dann von deinen ehemaligen 600 Dukaten nur
ja, 60 Dukaten übrig behalten, musst also die 60 Dukaten behalten sein. Und dann kannst du dir die 540 Dukaten irgendwie auszahlen lassen. Ja, ich nehme an, dass das ganz normal für mich ist. Also, 10% werden immer einbehalten. Ja, niemand mag alanfanisches Geld, alanfanische Schuldscheine. Ja, Arschlöcher. Ich muss auch nie alanfanische Münzen nehmen. Die sind immer ja, das Problem ist einfach, wenn die Granden ermordet werden oder sowas, dann sind die Schuldscheine oder die Häuser, die dann dahinter stehen, nichts wert. Immer so das Problem. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, genau. Sind ja halt die Granden tot, aber deswegen mag halt die Bank dann am Ende keinen Schuldschein. Und behält da dann 10% ein. Ja. Ich würde das aber mir auch teilweise in Edelstein und teilweise einfach in Schuldschein auszahlen lassen. Ich kann ja nicht 540 Dukaten mit mir rumschleppen. Ja. Nee, ist auch ganz normal, wie gesagt. Also ab 100 Dukaten ist es normal, dass du mal dann mit Edelstein rumläufst. Gut, wenn noch irgendjemand was will, kann er sich das natürlich auch irgendwie auszahlen lassen. Ihr habt ja auch irgendwie alle Gelder. Ich glaube, Isarun hat auch irgendwie noch einen Wechselschein aus der Geräterbank. Da werden es dann nur 5% sein. Das heißt, die behalten 30 Dukaten. Also würdest du nur 570 Dukaten bekommen, aber auch du könntest das tun. Ja, ich überlege mir dann noch, wie ich das aufdrösel. Ja, gar kein Problem. Und dann seid ihr wieder flüssig. Willkommen zurück im Leben. So lebt es sich doch gleich viel entspannter. Wir erwarten natürlich eine auszügige Spende an den Fex-Tempel. Selbstverständlich. Habe ich gar nichts anderes erwartet. Hinüber. Ja. Ich musste den Ring räumen, Finster. Er mustert dich freundlich zurück. Komm, Voltax, hingehen. Ja. Gehen wir rückwärts, das im Namen. Ich, ja. Ja, gut. Ihr habt gerade 600 Dukaten bekommen. Es ist zwar natürlich sowas wie ein Jahresverdienst oder ein Jahresgehalt, was ihr euch redlich aufteilen müsst, aber wie viel Geld lasst ihr denn im Fex-Tempel liegen? 12 Silber. 12 Silber, hört sich gut an. Da stimme ich echt mal zu. Gut, dann lässt jeder von euch eine Dukate hier, beziehungsweise 12 Silber. Und dann könnt ihr wieder auf die Stadt hinaustreten. Um euch herum ist mittlerweile dann auch wieder sehr geschäftig, die Sonne ist aufgegangen. Ja, auch hier in den Dulamidenlanden ist es natürlich gang und gäbe, dass man erst einmal ein bisschen arbeitet. Dann, wenn die Mittagssonne hochsteht, wird man die Arbeit ruhen lassen und sich in die Häuser zurückziehen. Wie das eben normal ist, um euch herum ist gerade viel Betrieb. Die Leute stöbern auf dem Markt, auf dem Bazar, irgendwelche Tonkrüge, die dann hier gehandelt werden, irgendwelche Pfannen und Vasen und irgendwelche exotischen Tiere, die dann hier auch verkauft werden, irgendwelche Essen, Trockenstände, irgendwelche Obstsachen, die hier verkauft werden, weitere Metalle, weitere Seidenstücke, auch einige Pferde, die dann hier gehandelt werden. Aranien ja sowieso das Land der Pferde. Und viel Betrieb. Ihr könnt dann, während ihr euch umseht, auch gerade erkennen, wie auf der Hauptstraße einige Elefanten die Hauptstraße nach unten patrouillieren. 4 Stück. 2 und 2. Das, meine Freunde, sind echte Elefanten. Oh, ihr Götter. Oh, sind die groß. Ach, was? Das gibt's ja gar nicht. Was für kuriose Tiere. Wie viele Zwerge da drauf passen würden. Ha. Und seht ihr diese scharfen, riesigen Zähne, die sie haben, dort aus dem Maul stecken, das ist Elfenbein. Ich dachte, Elfenbein wären die Knochen von Elfen. Das dachte ich auch. Das sind die Zähne von Elefanten. Also ich würde sie nicht anfassen, sie sind eher wilde Tiere, würde ich sagen. Wir werden längere Lanzen brauchen. Und denkt immer daran, ein Elefant vergisst niemals etwas. Wirklich? Sind die sehr schlau? Das ist so wie mit uns Zwergen. Wir vergessen auch nichts. Ja, tatsächlich. Die sind sehr schlau von dem, was ich von einigen Karawanen gehört habe. Sie vergessen niemals etwas und erkennen jeden wieder, den sie schon mal getroffen haben. Vielleicht sind sie aber auch sehr rachsüchtig. Man sagt nämlich, wenn du einem Elefanten etwas Böses tust, würde er sich daran erinnern. Und als Kriegsgerät sind sie tödlich. Ja. Genau. Und man sollte sie niemals unterschätzen, wenn der Gegner auf einem reitet. Aber wir sollten trotzdem ihnen diese Richtung folgen, denn dort liegt auch der Rondra-Tempel. Ich denke, der Pryos-Tempel lag doch auch da um die Ecke, oder? Da sind wir doch dort vorbeigelaufen. Ihr solltet auf jeden Fall alle eure Hände waschen. Jetzt, da wir... Ihr habt dieses Grollengeld angefasst, solltet ihr eure Hände waschen.
Wieso haben die Krankheiten? Ja, vielleicht sollten wir es bald loswerden. Jetzt, da wir hier in einer neuen Stadt sind, vielleicht sollten wir einen Alchemisten aufsuchen. Wofür? Heiltränke und so etwas. Also für eine belagerte Stadt, muss ich sagen, merkt man hier nichts von der Belagerung. Das Essen war ja überaus reichlich. Hier scheint alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Ist die Stadt einfach sehr gut vorbereitet auf diese Belagerung? Und noch so scheint es. Wohl auch, wenn auch spärlich, über See versorgt werden. Das ist eine Sache an einem Seehafen. Den zu belagern ist fast unmöglich, außer man hat eine komplette Blockade. Und wie wir sehen, schwimmt die da draußen, die Blockade. Beilung wird seit fast 10 Jahren belagert und denen geht es auch noch prächtig. Guter Punkt. Das stimmt allerdings. Ich würde trotzdem am liebsten zuerst zu den Tempeln gehen. Mit den Göttern auf unserer Seite fühle ich mich deutlich sicherer als mit irgendwelchen Heiltränken oder ähnlichem. Ausnahmsweise sagt ihr mal was Vernünftiges. Wir müssen ohnehin noch herausfinden, wo es hier solche Tränke zu kaufen gibt. Also können wir genauso gut. Das können wir doch danach her einfach im Hesinne-Tempel tun, oder nicht? Der wird doch mit Sicherheit wissen, wo man so etwas vertreibt. Oder wir fragen im Fax-Tempel, wo wir gerade vorstehen. Die wissen es mit Sicherheit. Richtig. Aber die könnten uns... Übers Ohr hauen, vermutlich. Mhm. Vielleicht fragen wir besser im Hesinne-Tempel. Die sind nicht so von dem Handelssinn getrieben, wie die Herren und Brüder von Fax. Richtig, gut. Also jetzt zum Vondra-Tempel. Ja, wenn ihr dann wieder zurück auf die Hauptstraße geht, dann werdet ihr erkennen, dass wenn ihr nach Süden blickt, hier auch wieder die riesigen Staubwolken zu sehen sind. Und ihr könnt auch das unheimliche Geschrei und das Geheul von Dämonen hören. Das sind wohl unzählig viele Frauen, die mit blutigen Kehlen gerade in Richtung Norden schreien. Also die Belagerung geht, wie gesagt, weiter. Man hat jetzt in der Herberge nicht so viel davon mitbekommen und auch im Fex-Tempel beziehungsweise in der Bank nicht. Da ist man natürlich irgendwie so ein bisschen darum bemüht, die Gänge geregelt laufen zu lassen. Aber ansonsten, wenn ihr wieder draußen seid in der Hitze, dann werdet ihr die Belagerung auf alle Fälle wieder mitbekommen. Auch wenn jetzt keine Geschosse oder sowas einschlagen, wie man es ja sonst auch erwarten könnte. Und so könnt ihr vorbeigehen an einigen Ferkinas, diese Wüstenvölker, die Novadis, die ihr dann hier teilweise auch erkennen könnt. Ihr seid doch nicht ganz sicher, ob das überhaupt Novadis sind. Es sind zumindest irgendwelche verhüllten Menschen mit Tätowierung, Ziegenbärten, wilder Frisur und auch einige Menschen, die jetzt hier auf Nagelbrettern sitzen, wie auch immer das funktioniert. Andere Menschen, die dann einfach nur an der Straße sitzen und Geschichten erzählen, die Heimamujim, die vom Krieg erzählen oder irgendwelche Kinder lehren, also sowas wie eine Priostag-Schule, wird es dann hier nicht geben, sondern die Kinder werden dann direkt auf der Straße unterrichtet. Wobei an Gewürzhändlern und an vielen verwundeten und verletzten Soldaten und Soldatinnen. Dann erreicht ihr den Löwentempel. Davor sitzen weitere Soldaten von der Garde. Auch hier, wie gesagt, ein kleines Elite-Regiment, das hier stationiert ist und die jetzt darum bemüht sind, die Leute draußen zu halten, die eisernen Tiger und auch das Banner der Königsknappen. Die barbarischen Reiter sind nicht mehr so viele da, aber auch einige Matrosen und Seesoldaten, die ihr dann hier erkennen könnt. Also alle sind hier gerade versammelt, stehen entweder vor dem Stadttor oder dahinter. Ja, Rafim kann sich dann hier eine Weihe abholen. Auch hier wirst du glücklicherweise einen Chorgeweihten treffen, der dir dann deine Bitte abnimmt und deine Waffe Chorweihen lässt. Würde er auch meinen Schlagring weihen für eine weitere großzügige Spende meinerseits? Belustigt, ja. Super, machen wir. Ja, dann lasse ich 40 Dukaten da, gebe dem Mann oder der Dame, vermutlich eher eine Dame hier, nochmal die Hand, wünsche ihr alles Gute in der Schlacht. Dann breche ich auch wieder auf. Ausgezeichnet. Jalan möchte sich eine Preiausweihe abholen. Ich möchte tatsächlich den Herrn Preihaus selbst um seine Gnade bitten, dass er meine Rüstung weihen mag. Deine Rüstung? Ja. Wird das gemacht? Das werden die sicherlich auch machen, wenn ich sie bete, aber ich hätte es ja selber gemacht. Ja, dann mach es halt selber. Ja. Liturgiekenntnis, ne? Richtig, wir sind im Tempel meiner Gottheit, das ist nicht der Monat meiner Gottheit. Der Bonus zweifach geweiht, nehme ich an. Der Tempel ist zweifach geweiht. Gut, wir haben gerade 4 Liturgie, das sind 6 Erschwernis, haben wir insgesamt eine 4er-Erschwernis. Sonst liegt nichts vor, jetzt muss ich nur noch finden, wo ich meine Liturgiekenntnis abgelegt habe. Ach ja,
Was ist denn mit goldener Rüstung? Kannst du auch mal zaubern. Ja, das ist nicht so gut. Ich möchte die Probe gern chippen. 20? Ja. Das sieht besser aus. Bios Vult. 7 Punkte drauf. Bios Vult, 9 RKW-Stern. Das bedeutet? Ich bekomme einen Bonus von 5 Punkten Rüstung gegen Bios affine Dämonen und 3 gegen den Rest. Sprich, wenn dich ein Herrschdott angreift, dann ist deine Rüstung um 5 erhöht. Richtig. Wirkungsdauer sind 7 Wochen. 7 Wochen, okay. 9 meine ich, sorry. Gut, dann schreibt es ins Forum und wir machen weiter. Deine Waffe kann natürlich auch geweiht werden, wenn du magst. Ja, 20 Dukaten. Richtig, die 20 Dukaten hier lassen. Sonst noch irgendjemand eine Weihe? Ja, bei mir im Löwentempel. Im Löwentempel, eine Rondra-Weihe. Mhm. Ja. Keras? Ja, ich möchte auch eine... Gut, ich habe eine Rondra-Weihe. Auf der einen Waffe, auf die andere Waffe möchte ich dann eine Raya-Weihe haben. Ja, und Boltax kann mit seinem Bernstein durchzustechen, der ist ja sowieso mal Preierschaden. Ja. Ich würde auch eine Raya-Weihe vorziehen. Eine Raya-Weihe? Nee, also habe für Schwert. Mir. Für Schwert, nicht für mich. Mhm. Ist klar, für mir. Schwert. Ja, dann wollen wir dein Schwert doch mal segnen. Mhm. Wie du sagst. Macht zumindest Sinn, wenn du jetzt gegen Beltgeläsche Dämonen ankämpfst, ne? Ja, dann seid ihr nach, ich sag mal, 2 Stunden des Suchens und des Schlenderns, seid ihr wieder bereit und steht direkt auf der Mitte, auf dem Bazar und ja, tretet mit geweihten Waffen wieder heran. Guckt euch ein bisschen um, schnuppert nochmal so ein bisschen die Gewürze ein, die hier von euch Besitz nehmen. Alles auch ein bisschen ölig, ihr könnt auch ein paar Bäume sehen, die hier an der Straße am Rand stehen, also Orangen, die hier stehen, die man sich dann einfach runterpflücken kann. Und ja, abgesehen jetzt von dem Lärm, der vom Süden kommt und die dämonischen Horden ankündigt, ist alles weiterhin okay. Sollten uns jetzt um euren Alchemisten kümmern, wenn ihr das immer noch machen wollt. Wir sollten erstmal den Hesinet-Tempel aufsuchen. Da wäre ich aber auch dafür. Richtig. Weiß jemand, wo der ist? Wir könnten fragen. In der Mitte der Stadt, wurde doch gesagt. Richtig, in diesem Altstadtviertel. Das ja, wurde okay. Uns auf dem Schiff gesagt. Also dort hinten, wo das Mankos war. Oder ein Stück weiter wahrscheinlich. Ja, zumindest sieht es dort nach Altstadt aus. Also sehr kleine Gebäude und so. Und dann? Ja, dann geht ihr von hier aus in Richtung Norden und könnt dann auch zu eurer Rechten die Schule des Seienden Scheins zu Zorgern erkennen, die Illusionisten, die hier ausgebildet werden, und eine große Stadtmauer, die sich hier anschließt und die dann ja die ehemalige Stadtgrenze ankündigt. Denn ihr hattet das ja schon gelernt, dieser neue Stadtteil, in dem ihr euch jetzt aufgehalten habt, der wurde erst vor 100 Jahren gegründet und dahinter könnt ihr dann schon einige ja kleinen Karten erkennen. Das ist tatsächlich eine zweite Stadt in der Stadt. Vor diesem Tor werdet ihr auch wieder kontrolliert von Wachen, die euch ansehen, mustern, eure Ringe bzw. eure Metalle prüfen und euch dann reinlassen, wenn sie sehen, dass ihr Gold und Meteoreisen tragt. Ihr seht auch, wie an diesem Wachtor 2 Löwen sitzen und hier als Äquivalent zu Hunden dienen, die dann hier in dem Schatten so ein bisschen dösen. Und wenn hier irgendjemand dann ja rein will, obwohl er es nicht soll, dann wird er von Löwen gefressen. Ja, wenn ihr dann reinkommt mit ein bisschen Gerede, Getratsche, könnt ihr auf der rechten Seite auch den Tempel der Schlange finden. Nun, das ging schnell. Das war einfacher als gedacht. Naja, die Wegbeschreibung war gut. Na, dann gehen wir doch mal rein. Ich würde mich auf den Weg in den Tempel machen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, wenn ihr den Zorganer Hesinde-Tempel betretet, dann werdet ihr auch wieder, wie es in Gareth schon der Fall war, viele verschiedene Bücher erkennen, die hier sorgsam aufgereiht sind. Es riecht auch nach alten Schriften, nach Pergamenten.
Unglaublich alt, unglaublich grazil, viele thulamidische Schriftstücke. Also es wurde hier zur Kunst erhoben. Ihr könnt dann auch sehen, wie hier einige Geweihte studieren, mit einigen Gläsern sich etwas vergrößern und dann Pflanzen betrachten oder kleine Tiere, die sie dann hier aufgeschnitten haben und dann mit der Ruhe, die hier herrscht, studieren, schreiben, während sie dann einmal in dieses Okular blicken und dann wieder irgendwas in ihre kleinen Notizblöckchen schreiben. Also hier wird tatsächlich Wissen zur Kunst erhoben. Ihr könnt dann durch einen Gang herantreten an einen Informationsstand und werdet dort auf einen Akoloten treffen, der euch wissbegierig anblickt, beziehungsweise nicht euch, sondern vor allem Isarun. Wir sind zum Gruße. Wir sind zum Gruß, euch auch. Wir sind auf der Suche nach einer Person. Sie heißt Yasina Millenar. Kennt ihr sie? Der Name Millenar ist hier natürlich überall bekannt. Ihr müsst wissen, es war ein herausragender Alchemist, der hier vor ungefähr 300 Jahren seine Bücher geschrieben hat und damit die Alchemie revolutionierte. Was sagtet ihr? Wie hieß er? Sie? Sie hieß Yasina. Yasina. Oder hoffentlich heißt sie immer noch so. Das sagt mir jetzt nichts. Ist das... Und sie soll noch leben? Das hoffe ich doch. Und die soll hier sein? Zumindest wurde uns gesagt, dass sie eventuell hier sein könnte. Sie hat wohl vor 40 Jahren im Hesindetempel zu Elburum gedient. Und da diese Stadt nun ja besetzt ist, liegt nahe, dass sie hier Zuflucht gesucht hat. Ja, dann hole ich einfach mal einen älteren Geweihten, der wird dann die vielleicht kennen. Moment. Sehr gerne. Ja, läuft er einmal los und tritt dann an einen Geweihten heran, der gerade auch vor so einem Okular sitzt und so eine Pflanze dann gerade abgezeichnet hat, beziehungsweise studiert hat. Erhebt sich dann, kämmt sich nochmal seinen weißen Bart so ein bisschen zurecht. Ihr könnt auch erkennen, wie er einen Ziegenbart besitzt, den er unglaublich grazil verknotet hat, verdreht hat. Und ja, fast aussieht wie sowas wie ein thulamidischer Pharao. Also viele Perlen drin, die da drinne stecken und auch gedreht und verknotet. Also ganz, ganz kunstvoll. Auch ein Turban hat er auf. Beziehungsweise er setzt ihn jetzt sich auf sehr viel Weiß, sehr viel Grün, einige Pergamentrollen, die er noch am Gürtel hat, und er nimmt jetzt einen Schlangenstab auch, mit dem er dann zu euch herantritt und guckt euch an. Wir sind zum Gruß. Wie kann ich euch helfen? Ich habe gehört, ihr sucht nach jemandem mit dem Namen Millenar. Das ist richtig. Wir sind zum Gruße. Wir sind auf der Suche nach der ehemaligen Hesinde-Hochgeweihten von Elburum, Yasina Millenar. Ah, Yasina, ja. Mir ist bekannt, dass sie ehemals in Elburum gastierte. Allerdings ist sie bereits vor dem Krieg gegen die Miona von dort aus nicht geflohen, aber sie hat sich zurückgezogen und dient wohl nicht mehr der Herrin Hesinde. So wurde mir zumindest zugetragen. Zumindest dient sie nicht mehr der Kirche. Ob sie persönlich noch dem Studium weiter nachgeht, das mag ich nicht zu... ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sie wohl irgendwo draußen vor Zorgern eine kleine Bleibe hatte. Allerdings wird diese Bleibe wohl auch durch die Belagerung mittlerweile zerstört sein.